Ja, das ist alles. Geben wir es in die Setzerei. Sind die anderen drin? Wo sollen die denn sonst sein? War der Chef schon unten? Der Chef erfindet schon wieder seit 5 Uhr früh. Gott soll schützen. Und die Chefin? Dun. Weiß nicht. Denke. Fritz musste ihr schon um 8 eine Pulle Cognac holen. Ist ja alles in schönster Ordnung. Oh Gott, was mich dieser Stall ankotzt. Sind die drin? Das haben sie schon mal gefragt. Na, haben sie sich nicht. Ob der Chef Geld hat? Ausgeschlossen. Und Wenk, hat der was in der Kasse? Holstenkino hat gestern bezahlt. Also hole ich mir Vorschuss. Drin ist er doch. Ich glaube, Sie haben... Wir haben das schon mal gefragt. Vergessen Sie das Inserat nicht. Gott, und wenn schon. Na, Tredo. Herr Tredo. Na, Herr Tredo. Du kannst gerne mal mit deinem Nach. Er hat nichts Stoff, sage ich dir. Nichts hat er. Natürlich hat er nichts. Was heißt natürlich? Kann ich die Leute notzüchtieren? Ich bettle schon. Und so ein Schreibknecht sagt natürlich. Lächerlich. Also reg dich bloß nicht künstlich auf, Tredo. Natürlich reg ich mich auf über dein Natürlich. Geh doch selber mal Annoncen sammeln. Ich inseriere vorläufig nicht. Besteht die Chronik überhaupt noch? Ich dachte, die wäre längst eingegangen. Kommen Sie morgen wieder. Ich habe heute Morgen Maschinenmeister von Nachrichten getroffen. Die kommen heute mit 5 Seiten Anzeigen raus. Mistblatt. Kunststück bei einer Auflage von 15.000. Wir haben genauso gut 15.000, wie wir 7.000 haben wollen. Bitte, wir haben eine notarielle Bescheinigung über 7.000. Ich muss nur mal die Stelle radieren, wo das Datum steht. Die ist schon ganz schwarz vom Daumen draufhalten, all die 3 Jahre, seitdem die Zahl mal richtig war. Den Nachrichten wüsste ich für mein Leben gern was aus. Geht doch nicht, der Chef will's nicht haben. Bloß weil er sich von dem Nachrichtenfritzen Geld pumpt. Genau. Also... Herr Tredo, du hast gar nichts. Eine Achtelseite von Textilbrauen für 9 Mark. 9 Mark? Tiefer geht's nicht mehr. Was denn mit Zirkus Monte? Ich hab dir doch gesagt, Wenk, es ist nichts. Und den Zirkus Monte haben wir doch jedes Jahr gehabt. Dann werden wir ihn dieses Jahr eben mal nicht haben. Und du kannst es mir sagen und der Chef kann es mir sagen und Stuff kann es mir sagen. Ich gehe nicht wieder an diesen Scheiß-Zirkus vortragen. Was war denn? Was war? Mist war, Frechheit war. Vorgestern war die Voranzeige in den Nachrichten. Ich töffle hin, raus auf den Jugendspielplatz. Der Zirkus war überhaupt noch nicht da. Dann hat der Manager die Anzeige in den Nachrichten aufgegeben. Und bei uns ist er vorbeigelaufen. Eben. Gestern früh wieder hin. Die sind beim Aufbau. Wo ist der Manager über Land? Plakate in den Kuhdörfern kleben, als ob die Bauern jetzt in Stimmung wären. Soll heute wiederkommen. Heute früh um 9 schläft der Manager noch. Ich um 10 wieder hin. Der Manager will mit seinem Chef reden, soll um 11 wiederkommen. Um 11 lerne ich den Großkotzchen-Chef kennen. Diesen Herrn über 1,5 Affen, eine spartkranke Kracke und ein vermottetes Kamel. Hut in der Hand, Diener bis auf die Erde. Und dieses Mistvieh, dieses Stinktier sagt, es lohnt sich ihm nicht in der Chronik zu inserieren. Kein Mensch lese unser Käseblättchen. Hat der Käseblättchen gesagt? So war ich hier sitze, Stuff. Den solltest du mal anmisten, Stuff, aber nach Noten. Tätig. Tätig! Aber der Chef will's ja nicht. Es wäre doch mal eine schöne Gelegenheit, den Inserenten Angst einzujagen. Kriegt einer was auf den Deckel, inserieren die anderen wieder eine Weile aus Angst. Anmisten tätig, den brennend gerne. Ich weiß was. Du verlangst, dass du die Roten anmisten darfst?
Dann erlaubt er dir wenigstens den Monte. Nicht übel. Ich weiß da gerade eine Geschichte mit dem Polizeimeister. Na also, gehen wir doch alle drei zum Chef ins Labor. Jetzt gleich? Natürlich gleich. Du musst doch die Eröffnungsvorstellung von gestern Abend runterreißen. Die wird hinten über den Hof gegangen sein. Zum Krüger noch einen Schnaps holen. Die Fritz hätte allklug Achenbuddel gebracht. Ist ohne Besinnung. Nee, sie weht auch. Sie will so liegen für alle Finster. Komm, Trödel, wir holen Sie. Ob das richtig ist, der Chef sieht das auch vom Labor. Glauben Sie mal, Herr Weng, wenn Daisy Fuß so liegen sieht, dann sieht er nicht. Dass Ihr Sohn sich totsopft, hat ihr den Rest gegeben? Nein. Aber dass alle Leute wissen, dass er so umgekommen ist. So eine kleine Stadt. Gnädige Frau, kommen Sie, setzen Sie sich auf. Morgen früh weiß es die ganze Stadt. Die Frau hat Geld und sieht sich im Dreck. Ich sollte ihr Geld haben. Mach das Licht aus. Mach's aus, Stuff. Noch ist Nacht. Kommen Sie, mein Frau Schappel. Wir trinken auf der Redaktion Schnaps und ich erzähle Ihnen Witze. Ach du Schwein. Glauben Sie mir es zum Witze? Aber auf Ihrem Sofa will ich liegen. Wenn das Telefon geht und der Radiobericht kommt und die Zeitung läuft durch die Maschine, ist dann wie richtiges Leben. Ja. Komm. Vergesst den Cognac nicht. Geh dir mal allein zum Chef. Ich passe auf Sie auf. Will nicht zu sprechen. Macht euren Mist alleine. Gerade anmisten möchte ich jemand, Herr Schappelt, wenn Sie erlauben. Die Autotypie kommt nicht. Vielleicht ist der Raster zu fein, Herr Schappelt. Was verstehen Sie denn davon? Hinaus, habe ich gesagt. Was stinkt der Tredop hier herum? Raus! Zu fein. Dumm bist du nicht, Stoff. Also wen willst du anmisten? Die Roten? Nein. 25% unserer Leser sind Arbeiter und kleine Angestellte. Die Roten? Nie, auch wenn wir recht sind. Es ist aber eine sehr gute Geschichte, Herr Schappelt. Erzähl sie, Stuff. Sieh zu, dass du hier Platz findest. Aber Tredo muss raus. Der stinkt nach Akquisition. Ich möchte schon gern was anderes tun, Herr Schappelt. Ach doch Quatsch, du tust es doch gerne. Raus mit dir. Den brauchen wir noch. Nachher für die Geschichte. Aha. Dann stellen Sie sich doch ins Dunkel. Erzähle, Stuff. Sie kennen Kalene, den Polizeimeister. Nach der Revolution 18 wurde er rot. SPD oder USPD. Jedenfalls wurde er belohnt. Der dümmste aller Polizeidiener wurde Polizeimeister. Weiß ich. Na, und als das war, trat er aus der Partei aus,
gab das Parteibuch zurück, wurde wieder streng deutsch-national. Und? Ja. Der macht abends auf dem Rathaus Aufsicht über die Reinemacherfrauen. Nachts, wenn die Büros leer sind, Herr Schappelt. Und? Da sind so ein paar junge Weiber einfach klasse. Das kann man sich ja denken, wenn die so rutschen über den Boden, da bekommt man Einblicke. Ja, du kannst dir das denken, Stoff. Na natürlich, nicht nur der Kalene kommt bei sowas auf andere Ideen. Also mach's kurz, Stoff. Wer hat ihn erwischt? Der rote Bürgermeister, der Bonze, der Gar ist von der SPD. Auf seinem Schreibtisch haben sie es gemacht. Na und? Aber er schaffelt so eine Frage. Jetzt hat der Kalene das Parteibuch wieder. Ließe sich was draus machen. Aber nicht für uns, für die KPD. Tredow kann es ja weiterquatschen. Oh, Herr Schappelt. Ja, ich kann dir nicht helfen, Stoff. Also, wenn wir nie stänkern dürfen, das Blatt wird so doof. Man nennt uns schon Käseblättchen. Wer? Na, ist das nicht wahr? Tredow? Schmierblättchen, Stinkmakulatur, Hakenkreuzruh, Scheißhausklappe und der Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Tante vom Kuhdorf, der Langeweile über alle Wände, der Treppenfurz, die Kackelei, der Blindarm, der Maulwurf, Lies und Schlaf. Ich beeile es, Herr Schappelt. Heute Morgen erst, ja, hat mir ein Inserent gesagt. Ja, 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 ja. Also wen wollt ihr anmisten? Das wird es tun, denke ich. Fast leer. Als ich den Wink vorhin rausschickte, stank der nach Schnaps. Jetzt säuft er schon der besoffenen Chefin den Schnaps weg. Sozialdemokratische Pressedienst. Scheiß. Heute Abend werde ich mich besaufen, Tredow. Das schweinischste Handwerk auf der Welt. Lokalredakteur in der Provinz. Schön, mal aus dem Büro herauszukommen. Immer und ewig nur Zahlen.
Nicht auszuhalten. Ach, Zahlen sind bequemer als Menschen. Man weiß, was man von ihnen zu erwarten hat. Meinen Sie denn wirklich, Herr Kalübe, dass was passieren kann? Jedenfalls habe ich meine Pistole parat. Sie Idiot, Sie! Sie gottgeschlagener Querkopf! Da! Machen Sie den Dreck alleine! Herr Kalübe, aber Herr Kalübe, was habe ich gesagt, dass Sie derart erregt sind? Wenn ich schon sowas höre, die Pistole parat. Wollen Sie mit einer Pistole unter die Bauern gehen? Ich habe Frau und drei Kinder. Aber ich bin heute früh noch einmal vom Finanzrat in Altholm über den Gebrauch der Waffe belehrt worden. Der sitzt hinter seinem Schreibtisch, kennt nur Papier. Ich werde Ihnen was zeigen, Thiel. Machen Sie keine Geschichten. Sehen Sie nichts. Gar nicht geladen. Das halte ich von dieser Art Schutz. Und nun geben Sie mir Ihre. Stecken Sie die Dinger in die Westentasche. Und geben Sie sie heute Abend dem Finanzrat zurück. Das ist meine Belehrung über den Waffengebrauch, Thiel. Hier hat der Bauer gesessen. Vor 100 Jahren und vor 1000 Jahren. Und ich gehe mit meiner Aktentasche und mit meinen blauen Piepmatzmarken ganz alleine zwischen ihnen herum. Und wenn es gut geht, nehme ich Ihnen die Kuh aus dem Stall. Und geht es schlimm, dann mache ich Sie heimatlos. Können Sie denn wirklich nicht zahlen? In der Inflation, als es allen anderen schlecht ging, da ist es Ihnen gut gegangen. Das Geld war nichts mehr wert, aber Hof, Vieh und Land, das hatte seinen Wert behalten. Nicht nur, dass Sie was zu essen hatten, Sie konnten auch Ihre Vorkriegsschulden zurückzahlen. Als dann die Mark stabil wurde, da haben Sie angeschafft. Maschinen, Düngemittel, ein Auto, Telefon, dachten, das geht immer so weiter. Verschuldeten sich neu. Nur, dass die neuen Schulden gefährlicher waren als die alten, das haben sie nicht begriffen. Die Zinsen sind heute viel höher als früher und die Steuern auch. Aber der Ertrag ist derselbe geblieben. Sie wirtschaften nicht rationell genug. Jetzt hoffen viele Bauern, es kommt eine neue Inflation. Und machen wieder neue Schulden, um die Zinsen der alten und die Steuern bezahlen zu können, aber es kommt keine neue Inflation. Was kommt? Das ist der Staat. Ich komme. Und dann sind erst die neuen Maschinen weg, dann das Vieh. Zuletzt der ganze Hof. Sehen Sie, Thiel, darum bin ich für die Bauern wie ein unehrlicher Mensch, vor dem ausgespuckt wird. Mit dem keiner an einem Tisch sitzen will. Ihr auf dem Finanzamt. Ihr habt ja keine Ahnung, was das heißt, hier draußen Dienst zu machen. Habe mich damals auch gefreut, als ich Vollstreckungsbeamter wurde, rauskam aus dem Büro. Aber jetzt, jetzt ist man der schändlichste, schmählichste Dreck am Stecken des Staates. Gibt nun Entscheid von der Finanzamt Altholm gegen den Buan Duwe. Datei an rückständiger Einkommenssteuer aus dem Jahr 1928 463 Mark betohlen hat. Wie auf den Buan Duwe in dieser Sog anhört, er hat geltend gemacht, dass er 1928 außerordentliche Schädigungen erlitten hat. Zwei Pferde sind ihm eingegangen an Kolik. Eine Stärke ist beim Kalben verreckt. Sein Vater, den alten Teiler, hat er nach Altholm ins Krankenhaus schaffen müssen und ihn dort über ein Jahr erhalten. Diese Gründe zum Steuernachlass sind dem Finanzamt bekannt gemacht. Sowohl direkt durch den Bauern Duwe wie durch mich. Das Finanzamt hat die Veranlagung aufrechterhalten. So verkünde ich, der Gemeindevorsteher Reimers von Bakenfleth, den Beschluss des Landvolks, gefasst von seinen gewählten Vertretern. Wir Bauern von Bakenfleth erklären den Entscheid des Finanzamtes Altholm für null und nichtig, weil er einen Eingriff
in die Substanz des Hofes darstellt. Wir verweigern dem Finanzamt und seinem Auftraggeber, dem Staat, jede Mithilfe in dieser Sache. Die vor 15 Tagen vorgenommene Pfändung zweier gut angegraster Ochsen des Bauern Duwe ist nichtig. Wer bei der heute angesetzten Versteigerung dieser Ochsen ein Gebot auf sie abgibt, soll von Stund an nicht mehr Mitglied des Landvolks sein. Wer gegen einen von uns handelt, hat gegen uns alle gehandelt. Der ist hüt all deut. Heft ihr da hört, Buren? Ja! Damit beendet wir die Versammlung von Landvolk. Die Wachen sind zurückzuziehen. War Tita, du aufhaust, Uwe. Damit ihr den Knecht von Finanzamt nicht das Protokoll verlesen deid. Und wenn sie da außen wegtrieben dort? Sie wird die Ossen nicht wegtrieben. Wie willst du das verhindern? Töfmann, morgen weht alle Buren in Land, wie man im Borgen fleht, mit das Finanzamt fertig wird. Wir kommen vom Hof des Bauern Duwe. Ein Knecht hat uns in den Stall gelassen. Aber kein Bauer war zu sehen. Keine Bäuerin. Niemand, der Auftrag gehabt hätte, die Pfandsumme zu erlegen. Ist hier vielleicht Herr Duwe aus Barkenfleet? Herr Duwe hier. Pardon. Ich soll hier, wie Sie wissen, eine Versteigerung abhalten. Wollen Sie mir einen Tisch hier setzen lassen? Hier ist kein Tisch und auch kein Raum für einen Tisch. Sie wissen, dass Sie Platz zu machen haben. Wie soll ich das machen? Wen soll ich wegschicken? Wollen Sie sich vielleicht Platz machen, Herr? Sie wissen, dass Sie den Amt... Ich weiß, ja, ich weiß. Aber geben Sie mir einen Rat. Kein Gesetz, wissen Sie. Einen brauchbaren Rat. Setzen Sie Tisch für die Tür. Für die Tür? Das ist eine gute Idee. Chloe, dann kann man das Fee auch besser sehen. Thank you.
Und nun zwei Glas Helles für uns. Ja, meine Herren, zwei Glas Helles, was soll das? Meine Herren, verlangen Sie sich von mir, dass... Sie Bier ausschenken. Wenn Sie es nicht tun und ich zeige Sie an, sind Sie die Konzession los. Wenn ich tue, bin ich meine Gäste los. So kaputt und so kaputt, Herr. Also sagen Sie drinnen, dass die Auktion beginnt. Solange der Geist muss der Mensch Mensch sehen. Ich glaube, ich lerne schon, dass Waffen hier nichts helfen. Es ist noch nicht Abend. Wenn wir zu Hause sind, haben Sie mehr gelernt. Gestatten Sie, meine Herren. Mein Name ist Tridup von der Chronik für Altholm. Ich habe gerade im Nachbardorf den Kirchenneubau für unser Blatt fotografiert. Im Vorbeiradeln sehe ich, hier soll eine Auktion abgehalten werden. Das Inserat stand auch in Ihrem Blatt. Und das ist das gepfändete Vieh? Man hört so viel von Schwierigkeiten bei Pfändungen. Hatten Sie welche? Erlaubnis zu dienstlichen Auskünften erteilt Herr Finanzrat Berg. Also Sie hatten keine Schwierigkeiten. Würden Sie etwas dagegen haben, wenn ich die Auktion fotografiere? Und stören Sie mich nicht länger, ich habe keine Zeit für Ihr Geschwätz. Wie Sie meinen. Jedenfalls werde ich fotografieren. Jeder hat seine Art Brot. Und besonders süß scheint Ihr es auch nicht zu schmecken. Albern von mir, ihn so anzufahren, ist sein Beruf. Aber ich habe eine Wut auf die von der Chronik. Das ist schon Revolverjournalismus, was die treiben. Haben Sie vor ein paar Tagen die Kritik über den Zirkus Monte gelesen? Ja. Die reine Erpressung. Dabei weiß ganz Altholm, dass kein Mensch von der Chronik zur Vorstellung war. Gott, wer liest denn die Chronik? Ich lese die Nachrichten. Zu kommen. Thiel, gehen Sie noch mal rein und sagen Sie dem Krüger, dass er zu mir kommen möchte. Soll mich wundern, was der Kerl über die Auktion zusammenschmiert. Bitte, mein Herr. Waren keine Vierhändler morgen da? Oh, Vierhändler waren da. Wer? Weiß ich nicht. Kenne ich nicht. Natürlich, Sie kennen sie nicht. Und die sind wieder fortgefahren? Ja, die sind ja wieder fortgefahren. Natürlich. Danke, das war alles.
ich rufe jetzt den Fleischer Storm an. Bei dem kaufe ich selbst mein Fleisch. Vielleicht, dass der die Courage hat und kauft das Vieh zur Taxe. Das ist halb geschenkt. Und wenn nicht? Dann rufe ich den Finanzrat an. Mag der mal entscheiden, was geschehen soll. Ach, bitte. Wo ist das Telefon? Da achte, links in der Stufe. Also der Fleischer will nicht. Er hat Angst. Denkt, er bekommt Land auf, Land ab, kein Vieh mehr zu kaufen. Lass ihn. Wird meine Frau ihr Fleisch eben bei einem anderen Fleischer kaufen. Und der Finanzrat? Tja, der Finanzrat, der hohe Herr. Der Herr Berg verstehen das natürlich nicht. Die Sache ist ihm einfach unverständlich. Aber jedenfalls soll heute einmal ein Exempel statuiert werden. Und die Bauern nicht mit dem Kopf durch die Wand. Wir sollen die Ochsen nach Pedenstedt treiben und dort nach Hamburg verladen. Vergnügen, was? Den Waggon habe ich eben auch gleich bestellt. Ich denke, wir machen los. Je eher wir in Pedenstedt sind, desto eher kriegen wir ein Glas Bier. Der Bahnhofswirt muss ausschenken. Also den los. Welchen nehmen Sie? Den. Der ist zappelig. Und wenn er abhauen will, den Zaum nicht loslassen und feste mit dem Stock auf die Nase, dann vergeht ihm schon das Rennen. So ein Spießhuten laufen. Wenn es denen Vergnügen macht. Was ist das? Ich kann es nicht schlau kriegen. Bauen die eine Barriere? Das sieht wie Stroh aus. Hat einer ein Strohfuder umgeschmissen? Da stimmt doch was nicht. Die laden ja nicht wieder auf. Egal, wir gehen durch. Diesmal muss ich einen Bericht schreiben. Es hilft nichts. Und was machen wir nun? Nun gerade. Wir treiben über Eckermühle, Dampfleht nach Lohstedt. 14 Kilometer? Wollen Sie die Ochsen im Duwe wieder in den Stall stellen? Ausgeschlossen. Also.
Na komm. Das gibt noch was, Thiel. Nicht die Ruhe verlieren. Jede Beleidigung ohne Widerspruch. Hören Sie? Ohne Widerspruch ertragen. Und nie die Hand heben. Selbst wenn einer die Hand gegen Sie hebt. Es gibt immer zu viel Zeugen gegen uns. Es gibt nur Zeugen gegen uns. Ja. 20. Weil du es bist. 2. Genau, habe ich. Weg. 4. Mein Spiel. 7. Nee, wie geht's dir? Die beiden Kerle, die mit Kalippe spielen, das muss die reine Freude sein für die Bonzen im Rathaus. Wer ist denn das? Der rechte ist Kalene. Der dümmste aller Polizeidiener, der Polizeimeister wurde. Ja, der mit der Reinemacherfrau und dem Parteibuch. Habe ich dir die Geschichte nicht schon mal erzählt? Ja, du hast sie erzählt. Und der Linke? Das ist Perdutzke. 52 Jahre alt und immer noch Kriminalassistent. Dabei ist der tüchtig. Warum wird denn der nicht befördert? Bink, du bist doof. Saufen kannst du, aber doof bist du. Weil der Perdutzke das Parteibuch nicht hat. Die scheißen ihm was, die Garis und Fraxen, die rote Kumpelbande. Natürlich hat Perdutzke sie gefressen.
Mittlerweile könnte der Kalipper endlich mal pinkeln gehen, dass ich draußen mit ihm sprechen kann. Doch, da riskierst du was dabei. Wenn's rauskommt, bin ich besoffen gewesen. Du Stoff. Der Lange da drüben, der fixiert dich. Wenn's ihm Spaß macht. Kenn ich nicht. Ehemaliger Offizier, taxierig. Reist jetzt in Ölen und technischen Fetten. Vielleicht kennt er mich. Prost! Du kennst ihn ja doch. Keine Ahnung. Na los, Kalippe, mach schon hin. Der will partout nicht aus den Hosen. Na, endlich. Ja, das war kein Box und alle. Drei Fieber, drei Bock. 35, dann sind das... Kalippe. Nun, Stoff, geht's? Wie immer, beschissen. Kann's auch anders gehen. Na, sowas klagen jetzt doch schon die Beamten. Beamte. Entschuldige, ich muss wieder zum Skat. Natürlich. Ist es wahr, dass morgen in Barkenfleet Lokaltermin ist? Möglich. Du, der Kalene und der Peduzke warten. Und dass du die Täter identifizieren sollst? Ich muss jetzt drauf. Und dass deine Hilfe der Thiel ohne Kündigung auf die Straße gesetzt ist? Wenn du doch alles weißt, warum fragst du noch? Ich will dir was verraten, Philipp. Du wirst strafversetzt. Aber als morgen. Ich? Meinst du mich? Ich und strafversetzt? Die haben sie ans Gehirn geschissen. Lass mich zufrieden mit deinem Quatsch. Ich habe meinen Ochsen nach Hause gebracht. Gerade weil. In Stall vom Gemeindevorsteher hättest du stellen sollen. Da hätte es keinen Klamauk gegeben. Der Finanzrat sagt, ich hätte es gut gemacht. Der Finanzrat. Da haben schon ganz andere Leute ihre Finger drin. Ich werde nicht strafversetzt. Stuff. Vielleicht werde ich wirklich strafversetzt. Die machen das heute so. Aber dich geht das nichts an. Und wenn du in deiner gottverdammten Chronik ein Wort davon schreibst. Aber kein Wort. Fragt sich nur, ob du nun auch noch andere reinreißen willst. Andere? Na, die Bauern. Mensch, morgen ist Lokaltermin. Wenn du sie erkennst, schieben die Knast. Monate für Monate. Sie haben es an dem Morgen zu schlimm getrieben. Ja, und du machst für die Bonzen oben die Geschäfte. Dein Finanzrat freut sich doch ein Ast, wenn er möglichst viele Bauern einspunnen kann. Da kann er doch wieder eine Weile ganz schön drauf lospfänden, nicht? Das Ass. Willst du dich strafversetzen lassen und doch erkennen? Ja, aber da ist noch der Thiel. Das muss meine Sorge sein. In Graben gefallen, Ochse ausgerissen, Zeug verdorben, Knochen zerschunden. Deswegen auf die Straße gesetzt, fristlos, weil er den Ochsen hat laufen lassen. Glaubst du, der erkennt? Glaubst du, der ist so doof? Man müsste es wissen. Man weiß es. Na? Na, ich glaube, Stoff, das ging alles zu schnell. Ich weiß wirklich nicht, welche Bauern ich im Krug und welche ich am Strohfeuer gesehen habe. Siehste, Kalippe. Und wenn du mal keine Lust zum Vollstrecken hast, schreibst du mir eine Karte. Einen Augenblick, meine Herren. Sehr interessant. Wirklich? Ich war darüber beschäftigt, meine Herren, und dann wollte ich Sie nicht unterbrechen. Der hübscheste Fall von Zeugenbeeinflussung, den ich persönlich erlebt habe. Wirklich, ganz reizend. Bilden Sie sich bloß nicht sein. Was können Sie schon gehört haben, wo das Wasser ewig rauscht? Entschuldigen Sie das Material, es ist Klopapier, es ist Stenografie.
Ihre Unterredung schien mir des Festhaltens würdig. Sie legen ja. Ist doch weißes Papier. Mich können Sie doch nicht schleppen. Dann zeigen Sie doch mal her. Ach, los, Kanepel, das Papier müssen wir haben. Am Schwimmer muss es liegen. Na, am Stoff. Mensch, lass mich zufrieden. Ich muss hier kurz tun. Sie nicht auf, Stuff. Das haben schon andere probiert im Krieg. Gestatten? Henning. Georg Henning. Und entschuldigen Sie den kleinen Scherz. Ich bin doch etwas kindlich. Kindlich? Eher ein ausgewachsenes Aas. Keine Angst, der Herr schwatzt nicht. Wie Sie sich das denken, geht es nicht. Nicht ganz. Es gibt nämlich eine Fotografie von dem Strohfeuer und den ausbrechenden Ochsen. Ausgeschlossen. Vielleicht sogar zwei. Und ich sollte nichts davon wissen? Dachte, er hat recht. Was ich daran nicht mehr gedacht habe, da war ein Kerl. Der wollte schon die Auktion knipsen, dann sah ich ihn wieder hinter einem Busch beim Strohfeuer nach Lohstedt zu. Und dieser junge Mann ist Mitglied Ihrer Zeitung, Herr Stuff. Und heißt Tredok. Stimmt. Ich will Ihnen mal was sagen, Herr Henning. Ich kenne Sie nicht. Und ich brauche Sie auch gar nicht zu kennen. Ich weiß Bescheid. Also, am Abend nach der Ochsenfindung kommt Tredok aufgeregt zu mir, will einen Bericht schreiben. Eine halbe Spalte. Es werden aber zwei. Nun ist die Sache die, dass Tredok kein Gehalt kriegt. Nur Prozente an den Annoncen und wenn er was schreibt, 5 Pfennig für die Zeile. Ich sage ihm, Tredok, Ihr Bericht ist gut, aber es misst. Ich weiß, es geht Ihnen dreckig, Sie haben Frau und Kinder, aber diesen Bericht nehme ich Ihnen nicht ab. Das ist eine Bauernsache, eine Regierungssache und geht die Stadt Altholm und die Leser der Altholmschen Chronik einen Dreck an. Seitdem spricht er kein Wort mehr mit mir. Schreibt mir keine Zeile. Hilft mir bei keiner Arbeit. Hat er nicht gesagt, dass er geknipst hat? Kein Wort. Dann hat er was vor. Ja, oder die Bilder sind nichts geworden. Morgen früh ist Lokaltermin. Bis dahin müssen wir wissen, ob es Fotografien gibt oder nicht. Sie sind da draußen vor. Ihr Zug geht morgen früh um 9:30. Bis dahin haben Sie Bescheid wegen Ihrer Aussage. Tredok wohnt Schleswiger 72. Gegen 12:30 können wir da sein. Da kommt er aus dem Schlaf und lässt sich leichter bluffen. Der reinste Feldherr. Wo waren Sie im Krieg? Westfront. Mhm. Aber nur das letzte halbe Jahr. Ich war zu jung. Aber nachher noch, Baltikum, Oberschlesien, Ruhr, wo was los war. Was wurde übrigens mit dem Ochsen von Thiel? Eingefangen und geschlachtet. Ja, natürlich. Aufstallen wäre zu gefährlich. Natürlich, es gibt immer Verräter. Tja. Ich war auch nur ein halbes Jahr an der Front. Sonst die ganzen 4 Jahre Etappenschwein. Na, dabei habe ich nichts dazu getan, mich zu drücken. Das lag daran, dass ich Setzer gelernt habe und man Setzer brauchte. Am besten war es im Baltikum. Ja? Gott, so im fremden Lande Herr sein. Keine Zivilbevölkerung, auf die man Rücksicht nehmen muss. Und die Mädchen. In solchen Geschichten und dazu Weiber? Ich reise für eine Berliner Firma an Melkmaschinen und Zentrifugen. Mehr weiß keiner von mir. Ich weiß nicht, welchen Plan Sie haben, aber ich habe einen echten Kripo-Ausweis mit Lichtbild und ein Kripo-Schild. Geht nicht. Tredok kennt alle unsere Krimscher. So was ist für später gut. Das geht so, mit Geld. Wie Sie meinen, Kamerad. Hier, nach dem Hofe. Zu.
wohnt er. Sie wissen Bescheid. Ich jage seit 5 Tagen nach ihm. Aber er ist vorsichtig. Geht in keine Kneipe, trinkt nichts, raucht nicht, hat nichts mit Mädchen. Der Mann hat kein Geld. Eben, das sind die schwierigsten. Oder die bequemsten. Der nicht. Warum hat er noch Licht? Warten Sie hier, damit er Sie nicht gleich sieht. Den überrumpeln wir nicht. Ja? Wer ist da? Ich. Stoff. Kann ich mit dir sprechen? Ja, wenn es dich drin nicht geniert. Warte, ich mach auf. Soll ich gleich mitkommen? Natürlich. Mit dem machen wir keine Umstände. Guten Abend. Ach, Sie sind 2. Bitte schön. Kinder schlafen fest. Meine Frau hört nie, was sie nicht hören soll. Sie können ruhig sprechen. Was machst du noch so spät, Tredo? Ich schreibe Adressen für einen Münchner Verlag. 5 Mark fürs 1000. Die Chronik bezahlt nicht viel. Nicht wahr, Stoff? Es tut mir leid mit deinem Artikel, Tredo. Aber ich habe was Besseres für dich. Übrigens, Herr Henning, Herr Tredo. Herr Henning kauft Bilder für eine Illustrierte und interessiert sich sehr für deine Fotos von der Ochsenfernung. Er zahlt 50 Mark für das Stück. Ich habe keine Bilder von der Ochsenfernung. Tredo, ist doch gutes Geld. Ja, ich habe fotografiert, aber es ist nichts draus geworden. So ein Aas von Bauer ging mit dem Knüppel auf mich los. Ich weiß, Herr Tredo, aber Sie haben schon vorher fotografiert. Einmal, vielleicht zweimal? Einmal. Gut, einmal. Ich zahle Ihnen für jede Aufnahme, wenn Sie den Film und sämtliche Abzüge mir verkaufen, 100 Mark. Das sind 20.000 Adressen, 160 Stunden Nachtarbeit. An Pechvögeln gehen alle guten Geschäfte vorbei. Die erste Aufnahme ist nur Qualm. Tredo. Du glaubst mir nicht. Sie halten mich für einen Millionär, der aus Sportadressen cleart. Also. Es war ein Rollfilm mit 12 Aufnahmen. Aufnahmen vom Kirchenneubau in Eggermühle. 2 innen, 1 außen. Bitte. Zwei Aufnahmen von der Ochsenfindung. Die erste ist die mit dem Qualm. Und das ist die misslungene, als der Bauer auf mich losging. Und einer, die du mir abgekauft hast, Stoff, das verunglückte Auto auf der Chaussee nach Kiel. 6, 7 bis 10, 4 Bilder vom Wochenmarkt. 11 und 12, Einweihung der Tankstelle. 5. Wir glauben dir auch so. Dann wollen wir Sie nicht länger stören. Warten Sie, ich schließe Ihnen das Gatter auf. Gute Nacht, die Herren. Glauben Sie ihm? Ich weiß nicht. Die
12 Negative lagen ein bisschen sehr parat. Tredow ist bedankt. Bei 100 Mark? Denke ich auch. Also, Sie sagen dann morgen Kalibbe Bescheid, dass er niemanden zu erkennen braucht. Für 100 Mark bin ich nicht zu kaufen. 500, das ging eher. Du musst wissen, was du tust, Max. Sieh nur zu, dass ein bisschen Geld reinkommt. Hans Schuhe müssen besohlt werden. Und Grete braucht unbedingt ein neues Hemd. Ein bisschen Sicherheit. Vielleicht ein kleiner Laden. Später. Also, wo brennt's? Was brennt? Im Barkenfleet. Da hat's gebrannt. Und die Polizei interessiert sich für die Brandstifter? Vielleicht. Kennen Sie sie? Vielleicht. Ein Freund von mir. Der Freund ist mir zu weitläufig. Sagen wir ein Unbekannter. Größe X. Mein Freund X. Sie sind aus Barkenfleet? Mein Freund? Nein. Aus der Stadt. Dieser Stadt? Möglich. Für Vernunft habe ich beliebig viel Zeit, für Unvernunft keine Minute. Wir spielen hier nicht Detektivroman. Sie wollen etwas von mir, wahrscheinlich Geld, eine Nachricht verkaufen. Ich bin nicht interessiert. Nicht interessiert. Barkenfleet ist nicht mein Bezirk. In Frage käme der Landrat in Lohstedt. Vielleicht auch die Regierung in Schleswig. Aber vielleicht kann ich Ihnen helfen. Reden Sie also keinen Unsinn, Mann, raus mit der Sprache. Ich bin dort gewesen an jenem Nachmittag. Ich habe alles gesehen. Die Beamten, die Bauern, die Ochsen. Sie würden die Bauern wiedererkennen? Mehr noch. Sie wissen die Namen. Die Namen? Nein, aber... Aber? Ich habe 2 Aufnahmen gemacht. Die Bauern sind drauf. Die angesteckt haben, die Stroh gestreut haben, die dabei stehen, alle. Ich kenne die Vernehmungsprotokolle nicht, aber soviel ich weiß, stand in keinem, dass ein Fremder mit einem Fotoapparat dabei war. Die Bilder gibt's. Keine gestellten. Die andere Seite weiß von Ihnen. Heute Nacht wurden mir 500 Mark dafür geboten. Ein guter Preis. Aber wenn die Beamten heute die Bauern erkennen, sind ihre Bilder wertlos. Wenn. Der mir 500 bot, wird auch an die Beamten gedacht haben. Sie sind nicht unbrauchbar. Was kosten die Bilder? 1000. Sie
Sie haben die Bilder hier? Die Bilder stehen jederzeit zur Verfügung. Und Sie sind scharf, man erkennt die Leute. Wie ich vor Ihnen stehe, Herr Bürgermeister. Gut, Herr X. Sie warten jetzt vielleicht draußen. Wie gesagt, ich habe kein Interesse, aber es mag sein, dass die Regierung in Schleswig will. Und vorläufig besten Dank. Verbinden Sie mich sofort mit dem Regierungspräsidenten, persönlich und dringlich. Geben Sie mir, bis das Gespräch kommt, den Polizeioberinspektor, danach den Amtsrichter. Fraxen, ja, kommen Sie bitte sofort zu mir und lassen Sie den Dienstwagen vorfahren. Sie müssen in einer Viertelstunde mit jemandem nach Schleswig. Ja, Herr Amtsrichter, hier Gareis. Ich wollte bitten, den Lokaltermin in Barkenfleet um 2 Stunden zu verschieben. Dickes neues Material. Man hat auch so seine Quellen. Ich kann auch nichts sagen, aber ich spreche sofort mit Schleswig. Ach, was die Beamten schon aussagen, das reicht doch nie zu einer Verurteilung. Also, Sie hören von mir oder von Temporius. Was der Regierungspräsident damit zu tun hat, zahlen soll er, Geld kostet es. Richtig, das lasse ich ihm. Ich begnüge mich mit dem Ruhm, also denn. Dickbusch, was im Vorzimmer sitzt, soll zu Assessor Stein zur Abfertigung. Er soll vertrösten, aufschieben. Ganz wichtiges zu mir, in einer Viertelstunde. Freiachsen! Wir haben eine dicke Sache. Wir werden uns in Schleswig bei dem Genossen Temporius endlich mal einen weißen Fuß machen. Wenn die Bilder halten, was Gareis versprach, wird man endlich die Unruhestifter kennen. Aus einem Orte. Die Landvolkbewegung ist längst nicht mehr lokal. Eben. Man wird sehen, ob Abgesandte anderer Ortschaften dabei waren. Jetzt muss durchgegriffen werden. Na und? Wird es helfen? Wird es die anderen schrecken? Meine Herren, wenn die Kerle ein halbes Jahr oder ein Jahr brummen, werden sie schon zur Besinnung kommen. Sie sagen ja, aber frage ich Sie, ist es wirklich ja? Meine Herren, ich muss Ihnen gestehen, ich halte diese Bewegung für sehr gefährlich, für äußerst gefährlich, für viel gefährlicher als die KPD und die NSDAP. Das Schlimmste, was geschehen kann, geschieht, der Verwaltungsapparat kommt ins Stocken. Ich sage Ihnen, ich sehe den Tag, da es unmöglich sein wird, das flache Land zu verwalten. Herr Präsident. Ja, bitte. Unser Gemeindevorsteher war nie sehr gut. Der Amtsverkehr lief stets nur zögernd. Aber heute ist aus Zögern passiver Widerstand geworden. Es gibt im Land schon reichlich 2 Dutzend Gemeindevorsteher, die Steuerbescheide an ihre Gemeindemitglieder nicht mehr zustellen, sondern zurückschicken. Da ungerecht. Hören Sie, da ungerecht. Die Mithilfe der Gemeindevorsteher bei Vollstreckungen fällt ganz fort. Siehe Barkenfleet. Und die Bewegung greift um sich. Tja, die Maschine knarrt, stockt. Und das ausgerechnet in meiner Provinz. Der Minister weiß, was er an Ihnen hat. Na, ich habe den Eindruck, dass man in Berlin sehr unzufrieden mit der hiesigen Entwicklung ist. Das Bild wird mit einem Schlage anders, sobald die Leute vom passiven zum aktiven Widerstand übergehen. Barkenfleet war der erste Fehler der Bauern. Wir werden heute hart zufassen, das wird weitere Fehler der Bauern verursachen. Geben Sie mir die Erlaubnis, meine Leute einzusetzen. Zusammenstöße werden nicht ausbleiben. Und wo Zusammenstöße sind, da ist unser Sieg gewiss. Sie sind ein Optimist, Senkpiel. Nichts ungewisser als der Ausgang eines solchen Prozesses. Nichts gewisser, wenn die Bilder gut sind. Ja, die Bilder machen es nicht allein. Auch die Vollstreckungsbeamten werden auszusagen haben. Sind Sie deren sicher? Ich habe da heute früh etwas gehört von meinem Kollegen aus Altholm, was mich verblüfft hat. In Altholm kursiert das Gerücht, dass Kalübbe, Sie erinnern sich, der tüchtige Beamte, der seinen Ochsen nach Lohstedt gebracht hat, dass also jener Kalübbe strafversetzt werden soll. Was ist denn das schon wieder? Ich bin sicher, dass da auch noch andere Leute ihre Finger im Spiel haben. Ich vermute Berlin. Die Karte ist fabelhaft geschickt gespielt. Mein Kollege versichert mir, dass Kalübbe vollständig verändert ist. Nichts mit ihm aufzustellen. Eine in Aussicht gestellte Beförderung nahm er mit Skepsis auf, zweiflerisch kurz. Glaubte es einfach nicht. Ja, aber warum befördert man ihn nicht gleich? Jetzt? Vor dem Prozess? Erlauben Sie, ich erinnere mich seinerzeit beförderten Majestät einen Posten der Leute, die ihn geneckt erschlossen hatte, sofort zum Gefreiten. Im Moment ist eine Beförderung ausgeschlossen.
Auch wenn der Beamte mit der Freudigkeit aussagen sollte, die erwünscht ist. Warum sucht man nicht den Mann, der das Gerücht von der Strafversetzung aufgebracht hat? Gerücht. Es ist natürlich untersucht worden, ob Kalüppe seine Befugnisse übertreten hat, als er den Ochsen statt nach Pedenstedt nach Lohstedt brachte. Dachte ich mir. Es haben also doch Überlegungen geschwebt. Suchen Sie die Leute, die nicht dicht gehalten haben. Herr Assessor Meyer, wollen Sie sehen? Ja. Ja. Also bitte, Herr Assessor. Ich glaube, es ist sehr wichtig. Sie selbst. Was ist denn nun schon wieder? Ja. Regierungspräsident Boyers, ja. Doch, ich selbst. Wer ist denn dort? Was wollen Sie denn, Mann? Was? Was? Mein Herr, Ihre Witze, der... Ja, wer ist denn dort? Was sagen Sie nun? Eine Männerstimme. Sagte, soeben hat der Bilderverkäufer Tredup zusammen mit Polizeioberinspektor Frerksen das Haus betreten. In 5 Minuten fliegt das Regierungspräsidium in die Luft. Bluff. Fräulein, sofort die Schupo-Kaserne. Wer dort? Oberleutnant Brede. Kamerad, umgehend alle Mannschaften, alle zum Regierungspräsidium. Ich erwarte Sie an der Auffahrt. Überfall. Fräulein, umgehend alle Büros anrufen. Sämtliche Personen haben sofort das Präsidium zu verlassen. Sofort. Nicht wahr? Sie haben mitgehört, Sie wissen Bescheid. Dachte ich mir doch. Also, meine Herren, noch 4 Minuten. Aber ich sage Ihnen ja, Bluff. Aber das ist doch Wahnsinn. Zur Stelle, Regierungspräsident. Aus Alter. Wegen der Bilder. Das ist Ihr Bürgermeister. Das ist Gareis, der uns das eingebrockt hat. Sie Mensch mit Ihren unseligen Bildern. Ach, machen Sie sie raus. Präsident, das Präsidium fliegt nämlich in 3 Minuten in die Luft. Mein Herr, Sie entschuldigen mich. Das sind wichtige Papiere, Staatsdokumente. Herr Assessor Meyer, ich bevollmächtige Sie. Also, Herr Assessor, jetzt sind Sie der Mann an der Spritze. Sie entschuldigen mich, ich muss zu meinen Mannschaften. Herr Kamerad, wenn Sie gestatten, die Lösung dieser polizeitaktischen Aufgabe interessiert mich. Da Sie Vollmacht haben, bin ich hier überflüssig. Auf Wiedersehen. Hier sind die Fotos. Haben Sie eigentlich keine Angst? Ich brauche das Geld. Übrigens sind Sie ja auch noch hier. Ja, richtig. Wissen Sie was? Holen Sie sich Ihr Geld morgen. Nein, nein, jetzt. Wir sind vermutlich die beiden einzigen Menschen im Bau. Woher soll ich das Geld kriegen? Wenn wir zur Kasse gingen? Muss es sein. Ohne Geld keine Bilder. Also gehen wir.
toll ist das. Also bitte bedienen Sie sich. Aber wenn Sie es möglich machen können, dann ein bisschen rasch. Wie soll ich für sich selbst? Ja, Mann! Glauben Sie, ich bin ein Held? Wenn Sie es gestatten, nehmen Sie es in 10-Mark-Schein. Es fällt beim Ausgeben Ihnen ja auf. Stimmt. Wenn Sie noch zum Ausgeben kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Wir haben die Bilder ganz vergessen. Was denn? Aber Herr Assessor, ich verstehe Sie nicht. Herrgott, wenn man nur einmal etwas sich selber macht. Ja, den Landjäger in Barkenfleet. Herrgott, nochmal Barkenfleet im Kreise Lohstedt. Ja, schnell. Gibt's keinen Landjäger? Hat er. Kurz nach 12 kamen sie in Schleswig angerasselt. Ich warte 5 Minuten, dann klingle ich den Temporius an. Melde gehorsamst, dass ein Polizeikater und der Bilderlieferant Tredop angekommen sind und dass in 5 Minuten die Bude in die Luft fliegt. Ich hab's gerochen, wie sich seine Hosen füllten. Der Lokaltermin ist abgesagt. Die Bilder müssen fabelhaft sein. Wann kommst du? Ich reiß nicht aus. Die Bewegung braucht mich. Nutzt du hier im Kittchen? Mehr als wenn ich draußen bin. Haben sie ihn weggebracht. Hierher ins Zentralgefängnis. Dafür, dass die Bauern aufmarschiert sind, hatte ich natürlich gesorgt. Ran telefoniert, was Beine hatte. Senkpiel selber musste anrücken mit einer Viertelhundertschaft. Sie sind jung und denken, das alles sind Husarenstückchen. Aber auch in dieser Branche muss gearbeitet und nachgedacht werden. Alles, was Sie heute gemacht haben, ist Mist. Wieso? Ihr Reimers ist gut, aber Sie haben Mist gemacht. Es war richtig, dass ich den Präsidenten angerufen habe. Hätte Reimers sonst Zeit gehabt zur Vorbereitung? Was braucht so ein Mann für Vorbereitung? Der hat seinen Hass immer auf Lager. Und Mist ist auch, dass Sie damit zu mir kommen. Was fange ich mit solchen Geschichten an? Das sind Bauerngeschichten und keine Sachen für Städter. Bringen Sie mal Material gegen die Roten? Gut. Aber das ist Material gegen die Roten. Mist. Das ist gegen die Regierung, gegen die Staatsautorität. Glauben Sie, meine Abonnenten lesen gerne, dass das Haus, in dem Sie sitzen, gleich einstürzen wird? Thank you.
Thank you.